Du. Blutung wird bei euch gar nicht gehen, hm? Ne. Du Magie einfach. So, ich hoffe mal, das war jetzt eine gute Idee mit dem Grapeshot, weil wir dann alle angeschlagen sind und nicht einer umkippt und dann gleich wieder nachgeformt wird. Das heißt, du gehst auch den da hinten. Und wenn er der nächste Runde nochmal Grapeshot macht, sterben die alle gleichzeitig. So, dass diese ganze Zytoplasmengeschichte nicht passieren kann. Gucken. Hi. So, nächste Runde. Go, go, go. Sehr gut. Genau so. Und ich schmeiß was weg. Nö, solange die Kosten gedeckt sind, ist das für mich... komm, mach doch die weg. Ich bin gierig. Licht... habe ich genug. Ja. Also, und macht das mal wieder ordentlich. So. Weiter. Bitte kein Kampf, bitte kein... Ich würde gerne einigermaßen besser zum Boss durchkommen. So, du markier alle Hexe. Alle Hexe ist markiert. Du erschießt die alle Hexe. Du. Du. Nicht. Du Britlitz-Dings, die. So. Du. Du. Das ist okay, jetzt ändert das gar nichts. So, jetzt du erschießt die alle Hexe. Sehr schön. Du hackt den Hund, damit sie nicht wieder irgendjemandem Krankheiten gibt, der sie nicht braucht. Du... hackst den Hund. Nächste Runde markieren, ne? Gut. Du entstresst dich total. Das ist sehr schön für dich. Sie hat nur 10 Punkte Accuracy verloren. Das hätte eigentlich nicht so viel ausmachen sollen, oder? Anscheinend schon. So, neue Runde. Du markier ihn, damit alle mehr Schaden machen. Also primär er selber sehr viel mehr Schaden und er hier mit seinem Schuss auch noch 25% oder was es sind. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Knuff. So. Schon wieder ausgewichen, okay. Bin ich schon fast gespannt zu sehen, wie viel Schaden es machen würde, wenn es trifft. Aber ich denke, vor einem Bosskampf muss ich mir das nicht unbedingt geben, das zu überprüfen. Ach schade, das wäre ein schöner Finish im gewesen. Stattdessen wären wir noch einmal rumgewirbelt. Du, hack weg. Gut. Du dahin, du dahin. Du mach mal einen Schlüssel auf. Was machst du? 10% Virtue-Chance. In Radiance, nö. May we find victory. Weiter. Oh, sehr schön, das ist ein leerer Raum. Gut, das heißt, ich verballere jetzt meine letzte... Oh, Essen. Ah, ich hab die Kräuter. Du, versuch was zu essen zu finden. Oh ja, sehr schön. Dann die Schaufel benutzen. Die andere Schaufel kann ich wegschmeißen, um Platz für Loot zu machen. Wobei, ich sollte es behalten, nur für den Fall, dass da... eine Kiste ist, die mit der Schaufel aufmachen könnte. Weil ich habe nur einen Schlüssel über, den würde ich mir ganz gerne aufbewahren, falls hier irgendwo der Sonderraum ist. Anscheinend ist hier keiner. Gut, du. Achso. Ich sollte jetzt eigentlich rasten, ne? Ja, rasten.
Kontraste mit maximal Essen. Close in tenuous firelight and uneasy companionship. So, du, mehr Accuracy und mehr Damage, wenn du vorne stehst. Ja, auf jeden Fall. Du, mehr Schaden und mehr Accuracy gegen Gegner mit Größe 2. Ich glaube, die Hexe und der Kessel haben beides jeweils 2 Felder. Das sollte dann Größe 2 sein, richtig? Ich hoffe. Klick. Und du, mehr Damage, mehr Accuracy, mehr Crit. Und dann haben wir keine Punkte mehr über. Rest. Und wir werden überfallen. Von Killerspinnen. Er wird gestumpt. Nee, will er nicht. Okay. Er ist mal. Ja, das schafft er aber auch. Okay, du. Geh nach vorne. Du hack eine Spinne. Weg. Another abomination cleansed from our lands. Die ist nach hinten. Jautsch, okay. Another one falls. So, bitte die Heilerin zuerst dran. Okay, und töten. Be gone, fiend. Was ist das? Debuff-Skill-Chance. Ja. Die Schaufel konnte weg, richtig? Dich mehr mit so. Du, mein guter Mann, hast ein Problem. Zum einen kriegst du noch 4 Schaden und du gehst gleich in den Bosskampf rein mit 50% AB. Wenn ich direkt vor dem Bosskampf Raum stehe, kann ich die 3 Sachen auch noch ihnen zu essen geben. Aber bis dahin muss er warten. So, du schluck mal den. Du das wollte ich gar nicht. Du schluck auch mal den. Es ist für. Oh, 3 Runden. Mist. Ich bin aber ausgegangen, das war für einen Kampf. Das heißt, jetzt sind es nur noch. Du entschärf mal. 2 Runden, ja. Das war doof von mir. So, du wechsel dahin. Jetzt kann das getrunken werden. Wer bräuchte am ehesten die Resistenzen? Du. Du bist sonst tot. Und du wohl am Durchdrehen bist. So. Essen. 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 Willst nicht mehr. Okay, dann du essen. Und Licht auf Max und Boss töten. Töten. Schwarm. Oh ja, sehr schön. Das sollte schnell gegessen sein. Und unser Damage-Dealer kommt im Top. Ah, sehr schön. Du Blitz-Dings im Top. Ich glaube, ich ignoriere, aber... Ja, sie Blitz-Dings im... Also, er kann mit dem eh nicht. Okay, dann hol ihn raus. Du stehst da vollkommen falsch. Du stehst da falsch. Geh einfach wieder rein. Okay. Du schwannisier sie. Der Storm. Stehst immer noch falsch, Junge. Glück gehabt. Du Single Target. Ihn heilen. So, du lass... Sie ist nicht mehr markiert, das ist nicht gut. Trotzdem mache ich lieber erstmal eine Blutung, damit sie jetzt ein paar Runden lang tickt. Das ist gut.
Du spring nach hinten. Du schießt echt auf ihn, ne? Also haben wir jetzt, glaube ich, ein, zwei Runden, wo wir einfach noch Schaden machen können. Du. So. Ja, du willst nicht gegessen werden. Das ist sehr verständlich. Das macht... Was zur Hölle? Das ist neu, oder? Dass sie dich heilen kann? Du. Schaden. And now the true test. Hold fast or expire. Und von... markieren oder weiter dotten? Das Markieren bringt fast gar nichts, weil er immer wieder im Topf landet. Nee, mach lieber hier dot. More dots. Oh, sie kommt mal drauf. Okay, Heilerin. Heilerin, heil ihn. Schon ist er nicht mehr an der Death Door, aber da vorne kann er nichts machen, richtig? Ich glaube nicht. Du kannst den Topf pieksen. Tracking Shot. Macht fast kein Damage. Ha, toll. Nächste Runde nach hinten springen. Du dort weiter sie. Das sind schon mal 24 Schaden, fehlen noch 16 HP Schaden auf ihr, auf sie. Sie dreht auch bald durch. Du sollst noch ein bisschen aushalten. Das sind Silberbaren da drin, die hält er schon aus. Du heil ihn. Nur für den Fall, dass sie den Meat Tenderizer da benutzt. Den da. Oh, und sie dreht durch. Jupp. Die Heilerin ist jetzt nicht mehr ganz so vertrauenswürdig. Du spring nach hinten, damit du nächste Runde auf sie schießen kannst. Nein, tut mir leid, wir müssen Boss töten. Schon wieder. Macht da wenigstens nicht so viel Schaden wie der Schweineprinz. Komm, hört auf zu reden, wir müssen töten, verdammt. Oh. Ach, er kann von vorne nicht. Okay, markiere sie. Damit er jetzt von hinten Killerschuss landen kann. Kritisch schon alles. Du Killerschuss. Naja, fast. Ja, tut mir leid. Und jetzt heilt sie sich auch wieder. Aber nur für 10 diesmal. Das ist okay, das ist okay, das ist okay, das ist okay. Öhrchen kommt raus. Hallo Öhrchen. Heil Öhrchen. Oh, und Öhrchen kann gleich einen Schwan machen. Das ist sehr schön. Du. Dort. Sehr gut. Bye, bye, Öhrchen. So viel zum Schwan. So, du jetzt töten? Jetzt töten. Schön, 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 schön. Raus mit dir. Und gewonnen. As victories mount, so too will jo, ab nach Hause würde ich sagen. Return to Hamlet, weil es mit der Panik alles nicht ganz so toll aussieht. Weg, 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 weg. Gold ist so lala. Ressourcen gehen. Gucken, was die Perks gleich sagen. Und die Level. Wir haben fast 5 Helden. Das heißt, die können nur noch einmal mit. Und die Fähigkeiten sind alle soweit sehr gut. Oh, schön. Ab nach Hause.
In truth, I cannot tell how much time has passed since Hämophilia weg, Rabies weg. Okay. Also, nächste Woche war geplant, mit den Zweierhelden zusammen den Schweineprinzen anzugehen. Und an dem Plan werde ich auch, glaube ich, erstmal nichts ändern. Also, bis gleich.